So, willkommen zur nächsten Folge. Wir rennen einfach mal so dir nichts, sehen nichts an der DUP-Zentrale vorbei. So funktioniert das Kriegsrecht. Man kontrolliert Stadt und Einwohner, indem man zuerst beide bricht. Ja, Mann. Besatzungsarmeen sind das Letzte. Das solltest du erstmal lieber für dich behalten. Oh, komm schon. So. Das nächste Kernrelais scheint da oben zu sein. Immerhin. Das sieht gut aus. Oh, das wird einfach nicht schlecht. Vorsicht da unten! Und zum nächsten. Halt! Oh! Ich hau mal ab. Hier weg. Also, viele DOP-Typen gibt es in dieser Stadt. Na, zum Glück bist du ihnen überlegen, was eure Anzahl angeht, Mann. Wie kommst du darauf? Naja, weil ein Einzelner sich schneller, unauffälliger und leiser bewegen kann. Und sie werden dich unterschätzen. Die werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Würdest du ihnen das bitte erklären? Dann geben sie ja vielleicht auf. Ganze Überraschung verderben? Hast recht. Oh, zu. Mensch, wir haben Kontrollpunkte und Kameras an fast jeder Ecke. Die haben sich ja auch gewissermaßen den Heimvorteil. Außer, dass die hier nicht daheim sind. Erzähl es denen mal. So. Die klauen wir auch noch. Okay, da komme ich also nicht lang. Hoffentlich klappt's. Es hat geklappt! Edgy, ich habe deine ganzen Kernrelais aufgebraucht. Mann, komm schon, ich brauche mehr! Nein, Mann, mehr kriegst du nicht. Von dieser Bioterroristen-Sache bist du total aufgedreht. Such dir ein ruhiges Fleckchen und halt dich mal eine Weile bedeckt. Was ist dein Problem mit deinem Bedeckthalten? Mir geht's gut, mir geht's super. Gib mir mehr! Nein. Ich bin mit einem Kollegen vom SPD auf einer heißen Spur. Aber wir unternehmen gar nichts, bevor ich nicht sicher bin, dass du nicht durchdrehst. Schon gut. Ich halt mich bedeckt. Was immer das auch heißt. Ich glaube, ich habe das Gefühl jedenfalls. Er wird süchtig danach. Yeah, wir haben eine blaue Ladeschnecke. So. Okay, Delson, ich habe Informationen über das DOP-Kommunikationsnetz.
Es gibt eine zentrale Antenne, über die sie die Bewegungen der kleineren Distrikte koordinieren. Okay, weißt du auch, wo dieses zentrale Kommunikationsding ist? Naja, du wolltest das Ding sehen, solange du hier bist. Hör auf, die Space Needle? Die Space Needle. Wo ist sie? Da ist sie. Unser nächstes Ziel? Echt jetzt? Na dann auf zu Space Needle. Okay, Ratch, ich bin hier und du hattest recht. Und der Needle ist jede Menge elektrisches Zeug und etwas, das aussieht wie eine miese Aluminiumverkleidung. Du musst irgendwie auf die Spitze der Needle. Bei dem Wetter kletter ich einfach hoch. Hey, nein. Mach keinen Quatsch. Hey, Mann, ich mach keinen Quatsch. Ich bin genial. Wäre die Erklärung dafür, wenn ich von manchen Conduits, wie zum Beispiel Hank, die Kraft übernehmen könnte, aber nicht von anderen, wie zum Beispiel einem dieser DUP-Soldaten? Oh Gott, du hast es also doch versucht. Hey, ich will kein, ich hab's dir ja gesagt, hören, Reg. Ich will nur eine Antwort. Ach, wie geil. Weiter! Die DOPs die Dinger nicht lahmgelegt. Da lang? Naja, ich schätze, hypothetisch, theoretisch kannst du nur Conduits die Kräfte entziehen, die sie von Natur aus haben. Oberste Conduits wie Hank oder hoffentlich Augustine. Die DOP-Typen haben schwächere Kräfte von Augustine, also können sie sie nicht an dich weitergeben. Das heißt also, wir müssen weitermachen. Verstanden. Treib's nicht so weit. Und nächstes Mal, lüg mich nicht an, okay? Vertrau deinem Bruder etwas mehr, ja? Scheiße. Okay. Ich lebe noch. Gut so. Ah! Was wäre die Erklärung dafür, wenn ich von manchen Conduits, wie zum Beispiel Hank, die Kraft übernehmen könnte, aber nicht von anderen, wie zum Beispiel einem dieser DUP-Soldaten. Oh Gott, du hast es also doch versucht. Hey, ich will kein... Ich hab's dir ja gesagt, hören, Reg. Ich will nur... eine Antwort. Mann, von drin ist das ja noch hässlicher. Das werde ich schön wegpusten. Ah, ich krieg einen Anruf. Hallo, hier ist Betty. Wo steckst du? Oh, hi Betty. Ich bin, an der Space Needle. Oh, na... Dann melde ich mich später. Bring mir eine Postkarte mit. Okay, wenn der Souvenirladen auf hat. Tschüss, Betty. Mach's gut, Schatz. Okay, lieber nicht abstürzen. Was? Die Betty. Schon viel besser. Ich bin auf dem Aussichtsdeck. Fühl dich nicht so sicher. Ah. Na, dann weiter nach oben. Mach weiter, du bist fast oben. Ich bin oben. Okay, dann steche ich der Needle mal das Auge aus. Verdammt. Und das hier hält wohl alles zusammen. Was? Henker! Ich kenne dich ja noch gar nicht. Ratch, Mann, wir haben hier oben eine Armee. Gut, bist du da ja richtig. Oder die wollen bloß nicht, dass jemand mit ihrem Zeug spielt. Konzentrier dich, Delson. Siehst du eine Chance, die Kommunikation lahmzulegen? Ja, da ist so eine Ankerwinde. Die scheint alle Antennen zu halten. Alter! Rauch! Ich bin... hinter dir. Ich hab
Drecksack. Könnten wir vielleicht auf Meereshöhe bleiben? Ja. Kein Gegner für mich. Ja, ich glaube, so wird das nichts. Neue Kräfte haben noch niemals geschadet. Kernrelais. Kernrelais. Das wird absolut fantastisch. Was ist das denn? Und? Noch gar nicht so schlimm. So. Ist das nicht besser? Echter Kick. Orbitsturzflug. Okay. Ankerlicht. Ach, nice. Auf die Winde! Hallo, Science Center District. Kontakt verlor. Hört ihr mich? Ich empfange gar nichts. Du? Nichts außerhalb unseres Gebietes. Yeah, Reg! Los! Suchen uns ein paar oberste Conduits und holen uns neue Kräfte! Die Straßen gehören uns! Krieg dich ein. Ein paar Straßen in unmittelbarem Umkreis, okay? Das DUP kontrolliert noch 98%. Aber wir haben sie von der Space Needle gekickt, Mann! Ihr Kommunikationszentrum ist zerstört, okay? Sie sind vielleicht taub, aber nicht blöd. Das DUP komplett aus Seattle zu vertreiben, braucht Zeit. Wir sind gerade angekommen. Ja, du weißt doch, was man sagt. Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem einzigen abgefahrenen Tag. Wer sagt das? Die Chinesen? Nimm mal das, das finde ich cool. Hey Reg, siehst du das von da unten? Ha, machst du Witze? Das kann man auch in Portland sehen. Das DUP soll wissen, dass ich hier bin. Wer zum Teufel ist das? Der war nicht bei den dreien, die geflohen sind. Jawohl. Echt cool, aber was bedeutet dieses Symbol? Weiß nicht. Der Bannermann war schon weg, bevor die DUP-Verstärkung kam. Dalton, ich habe mich nach den entflohenen Bioterroristen umgehört. Meinst du, ich brauche einen PR-Manager? Was zum Henker redest du da? Die Leute hier nennen mich Bannermann. Und das klingt ja wohl echt mehr als lahm. Ist vielleicht nicht die beste Idee, dich jetzt an der Space Needle rumzutreiben. Ich meine, warum nicht der rauchtastische Typ oder nur der Raucher? Hör zu. Ich versuche weiter, die entflohenen Bioterroristen zu finden. Leg du doch da noch ein paar DUP-Operationen lahm, bis ich mich wieder melde. Seattle von der Besatzung befreien. Vertreiben Sie das DUP aus der Stadt. Viertel für Viertel verringern Sie seine Kontrolle, indem Sie Viertelnebenmissionen abschließen. Mobile Kommandozentral zerstören. DUP-Ausrüstung und Befestigung zerstören. Versteckte Kamera und Geheimagenten entdecken. Verfolgungsrunden zerstören, um ihre Energie entziehen. Inspirierte Kunstwerke sprühen. Okay. So, das war Nummer 1. Scherben, 8 Upgrades. Können wir doch. Oh, da können wir viel machen. Schwefel, Volltreffer. So, Rauch entziehen. Das reicht erstmal. Es leuchtet. Hier leuchtet etwas blau. Ah. Eine Scherbe. Okay, so. Also ich glaube, wir sind jetzt im richtigen Spiel drin, ne? Boah, die sind ja so schwer zu kriegen.
Da haben wir noch eine Kamera. Spanne. 69%. Gut, und wir sehen uns dann mal in der nächsten Folge von Infamous Second Son, was mir bis jetzt sehr gut gefällt. Das Tutorial, ich hatte nicht so wirklich das Gefühl, dass das ein Tutorial war. Das Signal gibt bald den Geist auf.